Als nächste die Karin, bitte. Karin! Danke. Es wurden eh schon einige Begriffe vorweggenommen, die auch zu meinen Gedanken passen. Ich habe mir diesmal Gedanken gemacht über die Solidarität. Und Solidarität ist nicht gleich Solidarität. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht über die Perversionen. Solidarität ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es beruht auf Interessensgemeinschaft, auf Hilfsbereitschaft. Und es ist eine Gemeinschaft mit einer tiefen inneren Verbundenheit zueinander, so wie wir es auch erleben unter uns, die wir sind für den Frieden, als Friedensaktivisten, die sich engagieren, mehr oder weniger, für eine gemeinsame Sache. Aber dann habe ich mir überlegt, naja, die anderen fühlen sich ja auch sehr solidarisch verbunden, nämlich eben die, sagen wir mal, die Bilderberger Vereinigung, ja, die fühlen sich auch sehr solidarisch und treffen sich in Gemeinschaften, ja. Oder es gibt auch die Bankensolidarität und es gibt sogar den Begriff von Solidaritätsabgabe, ja. Alles solidarisch. Und ja, und die ISIS wurden ja auch schon erwähnt, islamischer Staat, ja, die fühlen sich ja besonders solidarisch, ja, und die gehen sogar in den Dschihad. Freiwillige, zumindest am Anfang freiwillig, die sich melden. Und ein Dschihad ist ein Kampfeinsatz für ein bestimmtes Ziel. Also die haben auch eine schöne Gemeinschaft, ja, fühlen sich auch super solidarisch. Ja, und die Freimaurer etc., die ganzen Gruppierungen. Also mir fehlt da was, ja? Also ein wichtiger Zusatz dazu ist noch, Solidarität impliziert Menschlichkeit und entsteht aus freien Stücken. Also freien Stücken, wenn man in den Dschihad geht, ja, das kann am Anfang noch möglich sein, später wahrscheinlich nicht mehr. Dann gibt es ja ein bisschen Ausstiegsklauseln, also nicht mehr so ganz in freien Stücken. Oder es gibt dann plötzlich eine Explosion mit einem 1er BMW. Aber trotzdem, dennoch, mir fehlt ein wichtiger Zusatz zur Solidarität. Und da möchte ich zitieren den Professor Rolando Doro, der Begründer des biozentrischen Prinzips, der auch im Militärregime groß geworden ist. Der hat nämlich den wichtigen Zusatz gesagt, das biozentrische Prinzip, die menschliche Disziplin, der Respekt vor dem Leben und dem Gefühl der Liebe als höchste Erfahrung des Kontakts. Und das finde ich einen wichtigen Zusatz zur Solidarität. Das Leben ist heilig zu sehen, unabhängig von einer Religion und unabhängig von einer personifizierten Gottheit. Ein ganz, ganz wichtiger Zusatz. Respekt vor dem Leben. Und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil unsere Kulturform hat eine sehr pervertierte Form hervorgebracht. Ich will jetzt nicht alle Perversionen aufzählen, ja, das würde zu lange dauern, sondern ich habe sie in einer Kurzform zusammengefasst. Unsere Kulturformen haben sich oftmals gegen das Leben gerichtet. Geradezu pathologische, pervertierte Formen, degenerierte Auswüchse angenommen, wie Krieg, Gier, Profitsucht, Ausbeutung, Niederträchtigkeit, Destruktivität, Rassismus, Diskriminierung, Ungerechtigkeiten. Ja, und dazu fällt mir auch Herr und Frau Goebbels ein. Ja, die waren ja auch so solidarisch mit dem großen Mutterkreuz geehrt, dass sie auch ihre 6 Kinder mit Zyankali mitgerissen hat in den Tod. Aber all das ist nicht unsere wahre Natur. Und ich traue mich auch schon gar nicht mehr, den Begriff zu verwenden, was ist unsere wahre Natur, weil die schon so pervertiert ist, ja? Oder was ist die Wahrheit? Der Vatikan spricht auch von einer einzigen Wahrheit, ja? Und die ISIS sprechen auch von einziger Wahrheit. Also, was ist jetzt wirklich unsere Wahrheit? Ja, und in anderen Kulturformen werden Frauen gesteinigt, weil sie eben
sittenlos gehandelt haben und vergewaltigt wurden oder sowas. Also wie pervers ist das? Oder eine edle Rasse wurde gezüchtet, groß und blauäugig und die Frauen mit einem Mutterkreuz geehrt. Also es ist wirklich pervers, aber da will ich jetzt nicht näher eingehen, das ist vorbei. Und ich will auch erwähnen, weil früher hat man gesagt, es gibt einen Aggressionstrieb, der ist in uns. Aber die moderne Hirnforschung weiß genau und auch die Quantenphysik, es gibt keinen Aggressionstrieb. Aggression ist immer eine Reaktion. Und die moderne Hirnforschung weiß, dass der Mensch in seinem innersten Wesen nach sozial ist. Er besitzt eine natürliche Veranlagung zur Empathie. Und sein Motivationssystem wird durch soziale Integration und Anerkennung vorangetrieben. Und weil wir von den Kriegen der Welt sprechen, ja, ich will ja schon gar nicht, es ist ja gar nicht mehr nachvollziehen, wer hat begonnen, ja? Krieg, Krieg, Zahn um Zahn und das ewig. Zahn um Zahn. Das bedeutet, wir brauchen eine neue Ausrichtung, ja? Wir wissen ja gar nicht mehr, wer angefangen hat. Es ist geschichtlich auch gar nicht mehr nachvollziehbar. Und wer einem Lebewesen Schmerz zufügt, klar, der natürlich kommt mit Wut und Aggression, kann nur sowas ernten. Also was wir brauchen, ist eine neue Ausrichtung und nicht noch mehr kriegsversehrte und verbombte Häuser. Und um zur Solidarität wieder zurückzukommen, also ich meine, jede und jeder Hartgesottene, Dickhäutige oder militärisch Gedrillte kennt das Gefühl von Angst, Schmerz, Trauer, Leid, Einsamkeit, Freude. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Wir Menschen haben so viel Gemeinsames. Und wenn wir alle pervertierten Formen erkennen und ablegen, vor allem erkennen und dann ablegen, kommen wir wieder zu unseren natürlich freigelegten Instinkten zurück. Es gibt nämlich einen Solidaritätsinstinkt innerhalb einer Spezies. Dazu zählt auch der Herdentrieb und der altruistische Neigung, nämlich um für das Gesamtwohl und für die Uneigennützigkeit zur Verfügung zu stehen, ja, und einen Sinn im Leben zu haben. Und es gibt auch den Nest- und Höhlentrieb, ja, und nicht nur einen zugeschütteten, weil wir sparsam die großen Städte bauen und die Kindergärten mit wenigen Quadratmetern den Kindern die Freiheit beraubt wird für den Bewegungsdrang, ja. Lasst uns großzügige Schulen und Klassenräume bauen, wo sich Kinder austoben können. Ja, und es gibt natürlich auch den pervertierten Nahrungsinstinkt, ja. Fehlgeleitete Ernährungsgewohnheiten aus dem Diktat der Werbung und der Industrie. Jetzt kommen sie drauf, also einige Kinderprodukte sind doch zu zuckerhältig und so weiter. Also man verliert schon jegliches Sättigungsgefühl. Und von der pervertierten Form unserer sexuellen Instinkte, was ich ja sehr traurig finde, möchte ich jetzt nicht näher eingehen. So, was tun? Was gibt es für Vorschläge? Was gibt es für eine Kehrtwende? Mein Vorschlag richtet sich nach dem biozentrischen Prinzip, nämlich wir müssen mehr Affektivität leben, empfindsame Lebewesen werden. Lasst uns empfindsam, empathische, zärtliche Menschen sein und Vorurteile, alte Ideologien und überholte Prägungen auflösen. Sie können ersetzt werden. Es ist nicht einfach so zu sagen, es ist halt so oder das war schon immer so.
Wer will nicht Ekstase erleben? Wer will nicht Glückseligkeit erleben? Wer will denn lieber als leere Hülle herumlaufen? Oh, wer möchte nicht eine empfindsame Nähe? Und wer am lautesten schreit? Das ist gewiss, sind jene in den Kriegsgebieten. Die schreien zwar nicht, bitte umarmt mich, nein, die schreien halt Krieg. Pervers ist das. Wir haben ein ethisches Bewusstsein, das auf die Intelligenz der Herzen beruht. Und die Sehnsucht danach ist wirklich groß. Hier, bei den Nachbarn, im fernen Osten, im Nahen Osten, auf der ganzen Welt. Danke für euer Kommen, für den Respekt allen Leben gegenüber, euren liebenden Herzen und eure Vision, eine neue lebenswerte Welt zu erschaffen.